Macht richtig Spaß, sag ich mal, die Tigerfische. Die Einschläge sind einfach brachial. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde am liebsten wiederkommen. Erster Tag Afrika, Andi, was geht? Ja, Helikopter fliegen und so. Ja, cool. Die Victoria-Fälle, es war sensationell. Es war richtig extrem geil. So, wir waren jetzt 2 Tage lang an Victoria Falls unterwegs gewesen. Gestern sind wir ganz, ganz früh morgens zum Sonnenaufgang an die Falls gekommen. Da war es leider ein bisschen bewölkt, aber wir haben trotzdem ein paar coole Shots gekriegt. Sind dann einen Tag lang an Victoria Falls geblieben. Einige haben noch einen Helikopterflug über die Victoria Falls gemacht. Wir hatten noch jemanden, der ist dann dementsprechend Ziplining gegangen. War so ein cooler Tag, den wir dann mit einem schönen Sundowner Cruise abgeschlossen haben. Das war dann auf dem Zambezi, waren wir unterwegs mit einem Boot. Haben dort zwei Biers noch getrunken, konnten schon die ersten Tiere sehen, 2 große Elefanten direkt am Boot. Und das war jetzt der erste Teil von dieser Reise.
Und jetzt geht es dann ab nach Botswana und dann von Botswana aus nach Namibia aufs Hausboot. Und dann werden wir dort gegen Nachmittag ankommen und können dann schon rauf auf den Fluss und versuchen schon die ersten Tigerfische zu fangen. Also alles cool, Gruppe gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Freuen uns auf jeden Fall. So Fabian, what's the plan? The plan is to go up on the Zambezi. That's where we're gonna try and see if we can catch those nice big ones. Yes! Yeah! Alter, ist das ein Klotz! Die Lady Gaga, ja, sag mal, die Lady Gaga. Boah. Yes! Yes! Yeah! Und hier haben wir den nächsten. Tiger! Net! Net, 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 net! Yes! So, so stop fishing! Go Safari! Woohoo! Das war eine Geburt, Alter! Yes, man!
Okay, wir sind leider am Ende unserer Reise angelangt. Wir hatten ein paar tolle Tage hier auf dem Sambesi. Auch wenn das Fischen etwas schwierig gewesen ist, dadurch, dass es die letzten Monate so viel geregnet hat, war der Wasserstand noch außergewöhnlich hoch für die Jahreszeit. Und es wäre besser gewesen, wenn das Wasser einen halben Meter, ein bisschen Meter tiefer gewesen wäre. Wäre mit Sicherheit mehr gegangen. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar tolle Fische erwischt. Der Frankie mit 8 Kilo ein richtig fettes Ding rausgekurbelt. Andere Fische hatten 4 Kilo, 4,5 Kilo, ein paar 3 Kilo Fische. War also alles im Allen haben wir dann doch ein oder andere gute Fische gefangen. Hätte mit Sicherheit mehr gehen können bei perfekten Bedingungen. Aber da steckt man nicht drin, das ist Fischen. Dann haben wir jetzt hier die letzten 1,5 Tage noch hier am Chobe Nationalpark gehabt. Da ging es dann auf Game Drives mit dem Boot. Und da haben wir super Glück gehabt, dass wir einen von den sehr, sehr seltenen Leoparden gestern Abend beim Game Drive gesehen haben. Der war direkt 20 Meter vom Boot weg. Schön am Abend da lang gelaufen. War absolut genial. Die Reise war cool. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und wir können es kaum erwarten, was hier fischereitechnisch abgehen kann, wenn man wirklich gute Bedingungen am Start hat. Und alle Jungs und Mädels super cool drauf gewesen, haben einen Haufen Spaß gehabt. Und ich denke mal, es war durchweg ein super Erfolg für die ganze Gruppe. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt African Tigers Part 2. Damit die Fliegenschnur besser zu strippen ist, oder? Ja. Strip. Nee, ich habe mir hier irgendwo so eine kleine Verletzung geholt und der Nagel war schon ein bisschen lang und ja, jetzt ist alles wieder. Sachen gibst du, ja? Kein Franzose. Und dann geht's los zum ersten Morgensession. Zur ersten Morgensession. Machen wir noch? Es ist noch früh. Frankie, sag an heute, was ist der Kampfplan heute? Große Fischfang? Ja, so wie gestern die Größe ungefähr. Ja, war doch gut gewesen, oder? So Rotaugengröße. Aber getanzt hat er. Ja, ein bisschen. Geil. Ja. Hört sich gut an, oder Frankie? Ihr seid wieder die absoluten Interview-Spezialisten hier, das gibt's doch gar nicht. Ich gebe dir noch einen Tag Schonzeit. Was du von mir? Ich will das Gefluch aufnehmen. So eine Scheiße! So eine Scheiße! Komm, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Wieder die Fresse da von Mantai da drin. Da steht die Walle drin.